In dieser Klausuraufgabe geht es um die Hittorffsche Methode zur Bestimmung der Überführungszahlen. Wir bilanzieren eine Elektrolyse, getrennt für Anoden- und Kathodenraum. Die Elektrolyse von Salzsäure befindet in einer Hittorffschen Zelle statt. Im Anoden- und Kathodenraum befinden sich jeweils 500 ml Säure. Ein Strom der Stärke 100 mA fließt eine Stunde lang durch den Elektrolyten. Folgende Konzentrationen wurden vor der Elektrolyse gemessen. Anodenraum, Kathodenraum, jeweils 10 Millimol pro Liter. Berechnen Sie zunächst aus den Grenzleitfähigkeiten die Überführungszahl der Anionen. Und berechnen Sie dann die an der Kathode erzeugte Stoffmenge Wasserstoff und schließlich die Konzentration der Salzsäure nach der Elektrolyse im Kathodenraum. Die Ermittlung der Überführungszahl geschieht über die Grenzleitfähigkeiten. H+ leitet sehr viel besser als Cl-. Das Verhältnis der Grenzleitfähigkeit von Cl- durch die Grenzleitfähigkeit des genannten Elektrolyten ergibt T- zu 0,179. Etwa 18% der Leitfähigkeit geschehen durch das Chloridion, die restlichen 82% durch die Protonen. Die Stoffmenge im Anodenraum ist Konzentration mal Volumen, also 0,01 mol pro Liter mal 0,56 gleich 5 Millimol. An der Kathode entsprechend ebenfalls 5 Millimol vor der Elektrolyse. Wenn die Elektrolyse stattfindet, werden H+ und Cl- zu Wasserstoff und Chlor umgesetzt. Die gesamte Menge HCl, die sich umsetzt, ergibt sich nach dem Faradayschen Gesetz zu I mal T durch F, also 0,1 Ampere mal 3600 durch 96.485. 3,731 Millimol Salzsäure werden insgesamt zu Wasserstoff und Chlor umgesetzt. Verschwinden also letztendlich aus dem Reaktionsgefäß, verschwinden aber nicht gleichartig in Anoden- und Kathodenraum, sondern aufgrund der unterschiedlichen Beweglichkeiten sind die Konzentrationsverhältnisse unterschiedlich. Der Wasserstoff, der sich an der Kathode bildet, lässt sich ebenfalls nach dem Faradayschen Gesetz ermitteln. Die geflossenen 3,7 Millimol Elektronen reichen aus, um die Hälfte davon, also 1,866 Millimol Wasserstoff zu erzeugen. Das sind etwa 46 Milliliter. Die tatsächliche Abnahme der Konzentration an der Anode ist etwas geringer als 3,7 Millimol. Sie ergibt sich zu T+ mal den 3,7 Millimol, also zu 0,82 mal 3,7 gleich 3,06 Millimol. Entsprechend nimmt an der Kathode die Konzentration um T- mal N ab, also um 18% von 3,7, 0,669 Millimol. Insgesamt ergeben sich selbstverständlich 3,7 Millimol Delta N gesamt. Die Konzentration an der Anode ergibt sich als Stoffmenge durch Volumen 3,88 Millimol pro Liter und die an der Kathode analog zu 8,66 Millimol pro Liter.